Kauft uns E-Team Plasma Rüben, erhaltet ihr gratis einen Team Skull Rüben mit dazu. Nur heute im Angebot. Für 10,95 Euro. Der Preis ändert sich alle 2 Minuten, also beeilt euch. Kauft jetzt. Pokémon, die weiße Edition mit dem Zwergenfürst. Hier stehen wir direkt vor der, beziehungsweise neben der, beziehungsweise hinter Arena-Leiterin von Septerana City. Und werden uns gleich in den Kampf gegen sie begeben. Das ist der Orden, der uns blüht, wenn wir sie besiegt haben. Ein Stapel Papier und Bücher, eine ganze Bibliothek hat sie hier. Ist ja schließlich auch ein Museum und eine Bibliothek, wie ihr hier sehen könnt. Ja, das Rätsel daran haben wir im letzten Mal gelöst. Jetzt geht es direkt mal auf den Kampf gegen die Herausforderin Arena-Leiterin Septerana City. Hereinspaziert, lieber Herausforderer, ich bin Alole, die Direktorin des Museums von Septerana City und zugleich Leiterin der hiesigen Arena. Ich werde mir gleich bei unserem Kampf ganz genau ansehen, wie sich deine mit vielen Herzblut herangezogenen Pokémon zu schlagen werden. Ja, ich freue mich schon drauf. Los geht's. Wir haben jetzt ein Teammitglied mehr als beim letzten Versuch. Und los geht's. Ich denke, das sollten wir mit etwas Geschick dann irgendwie schaffen. Im letzten Part habe ich dann nochmal aufspielen. Nach dem letzten Part habe ich dann nochmal aufspielen. Und mein Team ein bisschen trainiert. Ein bisschen halt nur. Soweit es ging. Aber ich denke, es ist reif für die Herausforderung. So. Dann mal Terry Bark. Zu dem wird sich wahrscheinlich mein Joke-Klepp auch noch entwickeln. Bin ich nicht komplett sauer. Kann natürlich sein. Ich habe doch schon gehört, dass es verschiedene Bunde Pokémon, die sich gibt. Da könnte es natürlich auch vorkommen, dass Terry Bark einen Supertank einsetzt. Nee, ich meine natürlich, dass mein Joke-Klepp in ein anderes Pokémon weiterentwickelt. Ich habe jetzt nicht erforscht in der Zwischenzeit zwischen den Parts. Und deshalb, ich weiß nicht wirklich. Und was ich weiß, ist, dass ich jetzt versaut habe. Und dann wurde sie. Hätte man Tank eingesetzt. So ein Nutz. Vielleicht schafft es auch Nutz und wie habe ich den genannt, den anderen Max heißt er, glaube ich. Gemeinsam den Kokmaler Level 20 zu sehen. Ich habe eine starke Vermutung, dass das nichts wird, aber ich würde mal sagen, der Versuch ist wert. Der Versuch ist es immer wert. Vielleicht immer mit Kratzfolie was zu bewirken. Ach du Scheiße. Ja, so war das letzte Part. Wir haben jetzt noch Max mit dazu. Ja, okay. Der kann Bodycheck, aber. Ja, gut. Das ist jetzt nicht das Effektivste der Welt. Auweia. Auweia. Was mache ich jetzt? Beleber habe ich keine, nee, das habe ich noch nicht. Das ist gut. Beleber gibt's noch nicht. Nach den ersten Ohren. Auweia. Ich bin so am Arsch. Ich bin am. Ja, gerade so. Auf den letzten. Wie sagt man, auf dem letzten Tier? So sagt man es bestimmt nicht. Level 17. Wow. Und beim dritten Versuch. Wie in Pokémon Sonne. Immer beim dritten Versuch. Oha! Jetzt können wir es sehen. Max entwickelt sich. Bitte! Bitte das Pokémon, was wollt ihr? Wie ich das nicht gehört habe und dann so ein anderes Pokémon habe. Ja, das sieht gut aus. Ja, das ist ein Terry Bark. Genau das wollte ich haben als drittes Teammitglied. Hervorragend. Faszinierend, unbeschreiblich, was deine Pokémon im Kampf so alles auffahren. Du bist würdig, Trainer, deinen Grundorden hast du dir wirklich redlich verdient. Da, 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 da.
Ab damit in die Ohrensammlung. Zack. Zwergi erhält von Alole den Grundorden. Zwergi erhält das Item TM67 Heimzahlung. TM67 Heimzahlung wurde in Zwergis TM und VM Tasche verstaut. Heimzahlung sorgt dafür, dass deine Stärke sich verdoppelt, wenn in der Runde zuvor ein Pokémon deines Teams besiegt wurde. Setzt du diese Attacke geschickt ein, kannst du damit selbst starke Gegner besiegen. Okay, kein Interesse. Wirklich nicht. Schatz! Achso, da. Schatz, zu Hilfe! Es ist etwas ganz Furchtbares passiert. Diese Kerle von Team Plasma wollten den Draco-Schädel stehlen. Was? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Zwergi, du kommst am besten auch gleich mit. Okay. Ich komme dann am besten auch gleich mit. Jo, das machen wir. Oha. Die Musik. Sehr unheilvoll. Hey, ihr da. Jetzt lasst aber mal den Unsinn. Sieh an. Die Arena-Leiterin höchst selbst. Wir, Team Plasma, werden den Pokémon schon bald die Freiheit schenken. Und dazu werden wir den Draco-Schädel aus dem Museum an uns nehmen. Um euch zu zeigen, wie ernst es uns damit ist, schnappen wir ihn euch direkt von der Nase weg. Nun dann, Rauchwolke! Plasma! Auwei. Und da ist er weg. Mit Samst-Team Plasma. Bäh. Ist heute wieder nicht so gut mit dem Reden. Was zum Kuckuck? Wie? Was? Wo? Die müssen wir verfolgen. Jep, das werde ich. Ich habe da so einen Plan, wo sie hin sind. Die kriege ich. Die schnapp ich mir. Tag, Alole. Na, wie sieht's aus? In letzter Zeit irgendwelche brauchbaren Fossilien in die Finger bekommen? Was machst du denn hier? Steckst du mal wieder in einer Schaffenskrise? Darf ich vorstellen, Zwergi? Dieser Knabe hört auf den Namen Arti. Man sieht es ihm vielleicht nicht an, aber er ist der Arenaleiter von Stratos City. Nanu, welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Du wirkst irgendwie so, so aufgewühlt. Gibt's irgendeinen Grund dafür? Und ob es das gibt? Eins von unseren Ausstellungsstücken wurde gestohlen. Sag mal, Zwergi, was ist das denn hier für einen Massenauflauf? Massenauflauf, drei Leute. Hast noch nie einen Massenauflauf gesehen, oder? Gibt's hier irgendwelche Probleme, Zwergi? Wen haben wir denn da? Kennst du diese zwei Racker? Das sind Freunde von dir. Bell und Scheren heißen sie also. Ach, die beiden sind also Trainer. Dann teilen wir uns am besten auf. Ich werde mich in dieser Richtung umsehen und ihr schaut euch dorthin um. Und jetzt zu euch beiden. Ich würde dich darum bitten, hier im Museum zu bleiben, Scheren und Bell. Arti und Zwergi, ihr durchkämmt bitte zusammen den ewigen Wald. Alles klar? Arti, ich zähle auf dich. Geh du bitte voran. So weit, so gut. Ich zähle auf euch. Gut. Zwergi, lautete dein Name, stimmt's? Dann machen wir uns mal auf die Socken. Da draußen warteten ein paar Diebe auf uns. Von uns gefasst zu werden. Natürlich, die warten nicht auf uns, sondern sie warten darauf, von uns gefasst zu werden. Halt, Zwergi, hier, nimm das bitte mit. Dieses Itemradar habe ich von Vivian bekommen. Zwergi erhält Itemradar.
Zwergi verstaut das Item Radar in der Basis-Items-Tasche. Item-Item-Radar, okay. Das war ein bisschen strange. Mit Hilfe dieses Item-Radars kannst du Items finden, die du mit bloßem Auge sonst übersehen würdest. Ihr wollt also, dass ich erst einmal nur das Museum bewache, richtig? Jupp, bleib du mal hier. Ich bleibe auch hier. Okay, endlich bin ich dir vom Hals. Die nerven auch ganz schön. So. Schnell mal mein Pokémon-Team heilen. Ja. So einfach beklaut man kein Museum. Vor uns liegt der Ewigenwald. Wenn sie sich da hineinflüchten, macht das die Sache nicht gerade leichter. Ich dachte gerade, er sieht mich gerade, wenn sie sich. Aber er meint das Team Flair, die Mehrzahl von was ist sie eigentlich die Mehrzahl von du? Alles klar. Macht Sinn. So, rinn in den ewigen Wald. Wo sind sie denn? Ich sehe hier kein Team Plasma. Es gibt zwei Wege, den ewigen Wald zu verlassen. Ein Weg führt geradeaus, der andere schlängelt sich quer durchs Dickicht. Der Weg geradeaus ist natürlich der leichtere. Und der durchs Dickicht ist schwer und sehr kompliziert. Ich gehe geradeaus und versuche sie einzuholen. Ich nehme also den leichten Weg. Und selbst wenn sie nicht diesen Weg genommen haben sollten, schneide ich ihnen so den Fluchtweg ab. Würdest du diesen Weg nehmen und nachsehen, ob sie sich dort verstecken? Nimmst du bitte den schweren und blamen Weg, den steinigen Stolperweg? Du triffst dich ja auch auf einige Trainer und im Prinzip gibt es nur einen Weg. Verlaufen kannst du dich also nicht. Du kannst höchstens stolpern, die Nase brechen, dir einen Arm anprallen, dir ein Schirre und Trauma einholen. Aber oh, das geht schon, das wirst du schon hinkriegen. Also dann tun wir es für Alole. Für Alole! Attacke! Und da sehe ich schon Team Plasma-Rippe. 1, 2, 1, 2 und eine linke. Immer im Rhythmus bleiben. 1, 2. Wir sprechen unsere Strategie von jedem Kampf immer peinlichst genau auf. Okay, die Strategie ist, zwei Pokémon zu haben. Ja, Feuerattacken sind jetzt natürlich sehr schön. Das macht sehr viel Spaß, mit Feuerattacken Pflanzen-Pokémon abzubrennen. So, den einen haben wir. Das war jetzt nicht sehr schwer. Und Lutz setzt jetzt einmal schön Zerschneider ein. Zack! Das war's. Tja. So viel zu eurer Taktik. Wir schlagen zusammen zu. Ja! Wir schlagen zusammen zu. Ja! Okay. Scheinbar nicht sehr erfolgreich. Scheinbar schlagt ihr nicht sehr erfolgreich zu. Wir wären noch besser, wenn wir wüssten, was unsere Pokémon vorhaben. Ja, das ist natürlich der Sinn der Sache. Du lästiges Kind. Ich verpasse dir jetzt einen Denkzettel. Dann folgst du uns nicht mehr. Okay, ein Denkzettel von Team Plasma. Obwohl kaum. Ja, verpasse ich euch mal einen Denkzettel, dass ihr mich niemals mehr angreift. Naja, ist auch unwahrscheinlich. Das Team, ich bin schon wieder bei dem Team Skull, dass Team Plasma mich nicht mehr angreift. Das passiert nicht. Ganovia. Okay. Das war jetzt ein sehr schwerer Kampf. Ein sehr, sehr schwerer Kampf. Boah,
komplett geschafft von diesem Kampf. Ich glaub's nicht. Da hast du mir aber wirklich einen Denkzettel verpasst. Ich will bloß nichts mit deinem Ganovil. Ich hab Angst. Da hast du leider Pech. Ich habe den Schädel nicht bei mir. Wenn du ihn zurückhaben willst, musst du meine Kameraden finden. Und das werde ich. Die werde ich genauso fertig machen wie dich. Oh, ein weiblicher Team Plasma-Rüpel. Suchst du vielleicht etwas? Ja. Ich suche etwas. Den Schädel, den du nicht hast. Den erst der letzte Trainer hat. Vorher kommen noch 5, 6 Trainer, die den Schädel nicht haben und mich trotzdem besiegen wollen. So ist das immer. Ey, mein Nitro-Ladung, dann haben wir das auch. Einmal schön niederbrennen. Alles, was sich uns in den Weg stellt, so gehört sich das nicht. Zack. Nix. Tut mir leid, aber ich habe ihn nicht. Ich bin doch ein Mädchen. Da werde ich wohl kaum etwas Schweres mit mir herumschleppen. Versuch's mal bei meinen Kameraden. Okay. War aber klar, dass die nichts dabei hat. Ist ja der erste, zweite Trainer. Und der dritte folgt zugleich. Nein, das ist ein wildes Pokémon. Ein Strawickel. Ich will keinen Pokémon im Team haben, wenn das Strawickel heißt. Nein, danke. Okay, weiter geht's. Wildes Pokémon erscheint. Ein Dusselgur. So müsste eigentlich der Ruf eines Dusselgurs sein. Ein wildes Strawickel erscheint. Strawickel, Hauptsache. Strawickel. Ohne E. Ein Wickel. Sehr ulkiger Name. Okay, hier sind zwei Steine, zwei Felsen, aus denen ein Trainer heraus. Oh, kein weiterer Trainer. Ich bin überrascht. Im Gegengift. Hallo, jemand zu Hause? Ist wohl nur ein gewöhnlicher Laubhaufen. Durch die Röhre. Aber das sieht aus wie ein Trainer. Noch keiner? Da oben habe ich doch schon den. Ich denke, nein. Den gibt es nicht. Da, habe ich es doch gesagt. Ein Toxipet. Gibt es hier im hohen Gras. Nur im ewigen Wald erhältlich. Nur heute. Nur für 9,99 € das Stück. So, und hier haben wir ein Team Plasma-Rüpel für 10,50 € das Stück. Etwas dämlich und leicht beschränkt. Aber auch sehr zu empfehlen. Kauft es euch jetzt. Ruft an unter 0815 1234 5678. Und erhaltet jetzt einen kostenlosen Team Skull-Rüpel dazu. Gratis. Bei einem Kauf von 2 Team Plasma-Rüpeln. Ich wiederhole, für jeden Kauf von 2 Team Plasma-Rüpeln erhaltet ihr gratis einen Team Skull-Rüpel mit dazu. Nur heute im Angebot. Für 10,95 €. Der Preis ändert sich alle 2 Minuten, also beeilt euch. Kauft jetzt. Nicht? Kein Interesse. Walzer, daran habe ich kein Interesse. Nicht erlernen. Rüpel besiegt. Jetzt sind sie sowieso nichts mehr wert. Wenn sie besiegt sind, dann kann man die nicht mehr verkaufen. Was soll ich denn mit einem besiegten Team Plasma-Rüpel? Der macht doch nur Spaß, wenn ich ihn besiegen kann. Und noch ein Toxipad.
Nein, ich will dich nicht. Du bist eklig. Verschwinde. Danke. So, wir sind mal schon ziemlich weit im Wald hinein und erhalten einen Tarahalder. Die Menschen sind doch verstaut. Oh, hier sind viele Felsen. Von denen, ey, da ist ein Typ, der sehr nach Schädeltyp aussieht. Meine Kameraden wurden von einer halben Portion wie dir besiegt. Wie dem auch sei, deine Reise endet hier. Nenn mich nicht nochmal halbe Portion. Zeig dir mal gleich, was eine halbe Portion ist. Du nämlich. Okay, na gut, er hat 3 Pokémon. Das heißt, er hat den Schädel. Wenn er mehr Pokémon hat, der Rest hatte nur ein Pokémon. Und der hat jetzt 3. Damit macht er sich zumindest verdächtig. Okay, Nitro-Ladung geht nicht. Scanner. Was will der denn mit Scanner? Schützt dich selbst. Okay. Ah, fehlgeschlagen. Jetzt kann ich. Volle Power. Nagelotz besiegt. Du musst nur noch 2. Ein Ganovil. Das kriegen wir auch noch hin. So, Level 14, nicht Level 23. Hervorragend. Nitro-Ladung. Zack. War es noch nicht ganz. Na gut, muss noch mal nachhelfen mit Glut. Ich komme noch mal hinterher mit Glut. Zack, zack, Glut. Pow. So, jetzt war es das aber. Und da war es nur noch einer. Nagelotz. Ernsthaft, dein letztes Pokémon ist ein Nagelotz. 2 Nagelotz und ein Ganovil. Also, wäre mir peinlich, wenn mein Team aus 2 Nagelotz und einem Ganovil umstehen würde, aber gut. Dein Ding. Sandwirbel. Du wirbelst nicht mit Sand voll. Kacho. Nitro-Ladung. So, das hätten wir. Skullrüpel besiegt. Ach Mann, Team Plasma natürlich. Plasma-Rüpel. Ich wollte dich nicht beleidigen. Sorry. Team Plasma-Rüpel. So beleidigend wollte ich nicht sein. Team Skullrüpel ist doch eine ziemliche Beleidigung. Tut mir leid. Wollte ich nicht. Ist ja schon gut. Hier ist der gestohlene Draco-Schädel. Zwergi erhält Diebesgut. Zwergi verstaut das Diebesgut in der Basis-Items-Tasche. Können wir jetzt unseren Traum, der Traum seiner Majestät, etwa nicht mehr in die Tat umsetzen? Und wer ist denn das? Kairolois. Alles in Ordnung? Oh, mein treuerer Freund, der du unserem König ewige Treue geschworen hast. Weiser Kairolus, ich bin untröstlich. Der Draco-Schädel wurde einfach wieder gestohlen. Gräme dich nicht. Der Verlust des Draco-Schädels ist absolut zu verschmerzen. Unsere Nachforschungen ergaben, dass es nichts mit dem legendären Pokémon zu tun habe, das wir suchen. Allerdings könnten wir keinerlei Risikofaktoren dulden. Ich werde dafür sorgen, dass du uns nie wieder in die Quere kommst. Was sagt man dazu? Ich bin gekommen, weil die Käfer-Pokémon aufgeregt waren. Doch dann treffe ich auf so einen Wichtigtour. Bist du hier, um deine Kameraden zu helfen, die ich vorhin besiegt habe? Junge, die hast nicht du besiegt, die hab ich besiegt. Jeden einzelnen. Du bist den leichten Weg gegangen. Ich bin den gekrümmten, steinigen, schweren Weg gegangen. Also tu jetzt mal nicht so, als hättest du die besiegt. Alter, so weit kommt's noch. Zwergi, Arti, all die anderen hatten nichts dabei. Und hier, wer ist das hier? Der Anführer?
Ich bin einer der sieben Weisen von Team Plasma. Zeges, Negizis gehört ebenfalls zu unserer Vereinigung und setzt sich redigwand für die Befreiung der Pokémon ein. Der Rest des sieben Weisen gibt Team Plasma den Befehl, den Leuten die Pokémon wegzunehmen. Aber wie ich sehe, stehen unsere Chancen im Moment schlecht. Arty mit seinem Käfer-Pokémon und Alolan mit ihren Pokémon vom Typ Normal. Mir hat es ein weiser Mann vor langer Zeit noch gleich so treffend formuliert: Wenn dein Feind und dich selbst kennst, brauchst du den Ausgang von 100 Schlachten nicht zu fürchten. Wir ziehen uns erstmal taktisch zurück. Seid gewarnt, uns die Pokémon zu befreien, nehmen wir sie den Trainern weg. Ihr mögt zwar Arenaleiter sein, doch werden wir keine weiteren Störungen dulden. Eines Tages werden wir die heutige Angelegenheit miteinander klären müssen. Daraufhin könnt ihr euch schon mal freuen. Gut, zu Fuß sind sie, ja. Was meinst du, Arty? Sollen wir sie verfolgen? Nein. Nein, den gestohlenen Dragoschädel haben wir wieder. Das ist die Hauptsache. Treiben wir sie jedoch zu sehr in die Enge, könnten sie noch mehr Wind machen. Also, Alolan, ich mache mich auf den Weg zurück. Also dann, ich warte dich. Ich erwarte dich in der Pokémon-Arena von Stratos City. Das wird ein Spaß. Zwergi, das ist der Dracoschädel, den du da in den Händen hältst, richtig? Zwergi hat Alolan den Dracoschädel übergeben. Vielen Dank, Zwergi. Dein Pokémon-Team ist bestimmt glücklich, so einen lieben Trainer wie dich zu haben. Hier, als kleines Dankeschön, setz ihn gut ein. Mondstein erhalten. Zwergi verstaut das Item Mondstein in der Itemstasche. Das ist ein Mondstein. Es gibt Pokémon, die sich mit Hilfe dieses Steines entwickeln. Also, ich bringe den Dracoschädel jetzt wieder an seinen Platz im Museum zurück. Mach's gut. Okay. Und ich eile weiter hier. Ach scheiße. Jetzt haben wir das Item verpasst. Na gut, holen wir uns ein anderes Mal. Ein andermal. So, und hier außerhalb des ewigen Waldes geht es im nächsten Part weiter. Bis dahin habt noch eine angenehme, fröhliche Zeit. Gehabt euch wohl. Däumchen nach oben oder lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr neu auf dieser Kanal seid und ja, ein weiteres Video mehr mit den Zwergen fast verpassen wollt. Und haut rein.